Herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge von Gerrits Tagebuch. 2,5 Monate sind vergangen seit der letzten Folge. Klingt fast so, als hätten wir keine Themen und genau genommen stimmt das auch. Wir haben zumindest kaum Themen, die man irgendwie in Bildern zeigen kann. Denn in den letzten 2,5 Monaten habe ich ganz viel von meiner lange und immer größer gewordenen Liste weggemacht. Zum Beispiel, seit etwa 7 Jahren schiebe ich raus in meiner Programmiersprache Delphi von der 2005er-Version auf die 2012er-Version umzusteigen. 4 Wochen hat es gedauert, viel Ärger, aber jetzt bin ich super glücklich, dass alles besser ist als früher und endlich dieser Umstieg auf die heutige Technik gemacht wurde. Weiterhin haben wir 3 Jahre lang ja wirklich nur im Flughafen gebaut. Das heißt, alle meine anderen Softwareprogramme waren mehr oder weniger ungepflegt und jeder hat Fehlerchen und Änderungswünsche draufgeschrieben auf die Liste und die ist fast weg. Ich habe das Kassenprogramm so weit überarbeitet, dass wir viele Sachen, die wir uns immer gewünscht haben, endlich machen können und haben deswegen jetzt auch hier den Eingangsbereich umgebaut, damit wir den viel optimierter machen können und die Wartezeiten sich gerade für die reservierten Besucher deutlich verkürzen. Die Klimasteuerung. Wir haben irgendwann vor 2-3 Jahren mal umgestiegen auf eine eigene Software von mir, dass wir die gesamte Anlagensteuerung der Klimaanlage hier im Wunderland machen können. Da gab es auch viele Wünsche und Verbesserungen und auch Fehler, die sind fast alle weg. Aber ein großes Projekt steht da vor uns und da wäre die Frage, interessiert die Klimasteuerung mal für eine Folge von Gerrits Tagebuch? Dann könnten wir darüber mal eine Special-Folge machen. Insgesamt haben wir aber natürlich nicht 2,5 Monate rumgesessen und der Flughafen läuft völlig alleine. Auch da musste unheimlich viel repariert, korrigiert und verbessert werden. Und einige Sachen können wir da mal in Bildern zeigen. Wenn man sich diesen Schreibtisch anschaut, dann sieht man eine Menge Arbeit. Ja, ist es auch, denn es hat den Grund, dass hier die Autos repariert werden. Wir haben seit dem Flughafen 100 Autos mehr, die jeden Tag gewartet und repariert werden müssen. Das ist eine Menge. Dann ist es so, dass wir natürlich mit der neuen Technik in den Fahrzeugen wirklich ein bisschen zu den Sternen gegriffen haben. Es ist so kleiner Raum und es ist so viel Funktionalität drin und auch die Steuerungssoftware, die das Ganze steuern muss, vor allen Dingen auch die Software hier auf dem Prozessor, ist so aufwendig, dass wir die Tücke da und den Teufel im Detail immer noch ein bisschen suchen. 1 Million Befehle werden jeden Tag an die Autos übertragen, nur am Flughafen. Und wenn da irgendeiner in der falschen Reihenfolge im falschen Moment kommt, verhalten sich die Dinger wirklich ganz schön komisch. Das ist dann nicht so einfach, die zu finden, wenn die so selten nur noch kommen. Aber trotzdem jedes Mal ein Ärgernis. Wir versuchen das hier zu analysieren, aber es ist noch ein weiter Weg. Ansonsten funktionieren die Autos eigentlich mittlerweile ziemlich gut. Ich würde sagen, abgesehen von dem hier, weil das der fährt, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber die alten Autos, das sind 180 Stück, die funktionieren natürlich noch nicht so gut wie die neuen. Deswegen ist unser großes Ziel, so wir haben uns so 1 Jahr vorgenommen, irgendwann Knuffing, USA und Skandinavien auch auf die neue Infrarottechnik umgestellt zu haben. Da das ein weiter Weg ist, 180 Autos umgebaut werden müssen, haben wir damit schon angefangen, etwa 30 sind fertig, das findet hier momentan auch statt. Wenn das fertig ist, können wir das Deckensystem an den 3 Abschnitten installieren, ein paar Umkonfigurationen an der Software machen und hoffentlich dann wirklich genauso reibungslos die Autos fahren wie am Flughafen und vor allen Dingen, wir brauchen nicht mehr wegen jedem Fehler aufstehen, weil wir können dann fast alles per Mausklick vom Leitstand aus erledigen. Wenn ich dieses Flugzeug so fertig in der Hand sehe, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass einige inklusive mir sagen, endlich. Vor einem Jahr haben wir sie angekündigt, die Super Constellation. Es war ein weiter Weg, diese gesamte Technik in den schmalen Rumpf reinzukriegen. Sie war fertig, sie sollte eigentlich in die Lackierung gehen. Wir haben sicherheitshalber bei Breitling auch mal angerufen als Freigabe für das Design, ob wir es verwenden dürfen. Und da kam die Information, dass sich das Design ändern würde. Jetzt ist sie fertig im neuen Design, hatte letzte Woche ihren Jungfernflug. Wir haben uns tierisch gefreut, dass die gesamte Crew des Originalflugzeuges anwesend war und sich so dafür interessierte. An unseren Airport Days, den Oldtimer-Tagen hier am Flughafen, haben wir somit neben der Concorde und der DC-6 ein schönes neues Flugzeug, was jeden Tag diese Fläche bereichern wird. Hier in der Hand habe ich etwas, was wir auch schon mehrfach gezeigt haben, die Concorde. Seit 2 Monaten fährt sie eigentlich im Dauerbetrieb als Testbetrieb mit, damit wir herausfinden können, ob den Stand der Technik, den wir hier eingebaut haben, ob der auch wirklich standfest ist. Die Nase bewegt sich endlich, weil das war bei dem ersten Versuch ja noch nicht dabei, aber wir haben uns entschlossen, natürlich bei einer Concorde muss die Nase auch bewegbar sein. Die Tests sind eigentlich so gut und verlaufen eigentlich so zuverlässig, dass wir uns gesagt haben, dass wir in den nächsten Wochen den Flieger mal hübsch machen wollen, in die Lackierung geben wollen, damit er wirklich dann im Dauerbetrieb hier zeigen kann, ob wir recht haben, dass das Flugzeug wirklich auch mit dem schmalen Rumpf jetzt wirklich zuverlässig funktioniert. Ich stehe hier vor der Halle der Schneeschieber. Die haben wir nämlich noch nie gezeigt. Die Schneeschieber haben auch sehr lange gedauert, weil fast jedes Detail dort Eigenbau sind. Wir mussten uns wirklich Schneeflüge friesen, die eine bestimmte Größe haben. Leider Gottes nicht ganz so groß wie in echt. Weil wir wollten natürlich eigentlich diese monströsen Dinger über die Startbahn fahren lassen, die einige Leute auch vielleicht echt mal schon mal gesehen haben. Aber das geht nicht, weil sie müssen auch irgendwie wieder zurück zu ihrem Depot kommen.
Und die Schneeschaufeln vorne sind so breit, dass sie einfach jeden Gegenverkehr aufräumen würden. Vielleicht kommt das auf die Liste der Träume, die wir irgendwann mal uns erfüllen, wenn wir genug Zeit haben, dass wir mit kleinen Piezo-Antrieben oder Ähnlichem die äußerlichen Seiten zum Klappen gestalten werden, was auch in echt der Fall ist. Aber so sind wir jetzt ganz froh, dass wir 4 vollwertige, groß ausgestattete Schneeräumfahrzeuge haben, die hier ungefähr alle 2 Stunden den immer wiederkehrenden Schnee räumen. Vor einigen Wochen stand ich hier schon mal vor Weihnachtsdeko und habe die Schlussmoderation einer Gerrits-Tagebuch-Folge gemacht. Es kommt mir zumindest so vor, denn dieses Jahr ging so verdammt schnell vorbei. Sicherlich deswegen, weil es ein so aufregendes, anstrengendes, aber erfolgreiches und spannendes Jahr war wie selten zuvor. In der nächsten Folge, die ab jetzt vielleicht nicht immer monatlich kommt, wir versuchen das immer und machen immer eine Folge dann, wenn die Themen spannend werden, werden wir 2 Themen zeigen, und zwar, dass wir die Ladestation endgültig, weil sie erfolgreich getestet sind, jetzt auf die ganze Anlage ausweiten, unsere selbstgebauten Ladestationen. Und wir müssen leider eine große Änderung an den Endplatten dahinter der Kulisse, wo die Flugzeuge abgesetzt werden, machen, weil sich gezeigt hat, dass wir das doch deutlich besser machen könnten, wenn wir die Wegführung der Flugzeuge dort ändern würden. Das zeige ich in den nächsten Folgen. Bis dahin sage ich vielen Dank für dieses tolle Jahr. Vielen Dank, dass so viele Leute sich für unsere spannende Arbeit interessieren und diesen Spaß mit uns teilen. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr, tolle Weihnachten und bis dann, euer Gerrit. Tschüss. So eine Sch. Dieses miese. Kann nicht angehen, das zahle ich ihm heim.